Hier im Schaudepot, im dritten Stock des Jüdischen Museums, kann man sich die Sammlungen anschauen. Also es ist nicht alles ausgestellt, was wir haben. Dazu ist der Raum einfach zu klein. Aber die Sammlungen sieht man, das ist immer am Fußboden vor der Vitrine beschriftet, worum es sich handelt. Und dieser große Kompaktus, vor dem wir jetzt stehen, der umfasst die Sammlung der IKG, der Israelitischen Kultusgemeinde. Das, was da drinnen liegt, gehört nicht dem Museum, es gehört der Kultusgemeinde, die uns das als Dauerleihgabe übergeben hat. Das heißt, wir dürfen das ausstellen und auch an andere Museen übergeben, was doch hin und wieder passiert, einfach weil wir so eine große Sammlung haben. Im Bereich der Sammlung der Kultusgemeinde befindet sich auch der Abschnitt Altes Jüdisches Museum, ist hier auch am Fußboden, sieht man das. Und es sind nur zwei Vitrinenkörper, aber da drin liegen die Reste, eigentlich muss man sagen, von dem Bestand des Alten Jüdischen Museums. Unsere Vorgängerinstitution, 1895 gegründet, mehrere Standortwechsel und ab 1913 dann in der Malzgasse, wo 1938 die Gestapo dieses Museum schließt und einen Teil des Bestandes, also die Hälfte etwa, inventarisiert. In diesem Bestand des Alten Jüdischen Museums war auch eine Etrogdose. Wir hatten schon über das Sukkotfest gesprochen und dass man diese Frucht braucht, um eben Gott für die Gaben in der Natur zu danken. Und die sieht man ganz oben, das ist sehr schönes silberfarbenes Objekt mit einer Frucht und dann so zwei so Blättern, ganz ein tolles Ding, war im Alten Jüdischen Museum inventarisiert. Die haben sehr genau inventarisiert, wir haben auch die beiden Inventarbücher, also wir wissen alles, was da mal im Bestand war. Und wie vieles aus dieser Institution ist auch diese Etrogdose verloren gegangen, verschwunden über die Jahre und tauchte im Kunsthandel auf. Die Kultusgemeinde ist die Rechtsnachfolgerin der Synagogen in Wien und auch die Rechtsnachfolgerin des Alten Jüdischen Museums. Und so kam die wieder zurück. Das ist eine Geschichte, die ich sehr wichtig finde, weil die Geschichte manchmal Dinge verschluckt und Gott sei Dank die dann immer mal wieder auftauchen und wir können es jetzt hier wieder ausstellen. Genau gegenüber von dieser Abteilung, von diesen zwei Vitrinenbereichen mit der Beschriftung Altes Jüdisches Museum, sieht man eine Vitrine, die anders heißt, die Wien und die Welt wir nennen. Das ist so die moderne Abteilung, also das ist die aktuelle Sammlung des Jüdischen Museums. Und es ist ganz witzig, wie die beiden Vitrinen so einander gegenüberstehen. Und wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man natürlich die Objekte miteinander sprechen lassen, wie die im Alten Museum ausgeschaut haben und wie die jetzt ausschauen. Und wir haben hier ein Objekt, das ich für Simchat Torah ausgewählt habe. Ich hätte jetzt den Torah-Schmuck beschreiben können und das ist ja auch schon mal passiert. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir mal was anderes. Jetzt zeigen wir mal eine Feldsynagoge. Was Sie hier sehen, ist eine tragbare Synagoge sozusagen. Und es ist besonders nett, die Geschichte, weil es eine Schenkung ist. Wir haben das vor einigen Jahren bekommen von Rabbiner Lapp. Man sieht auch Fotos von ihm. Man sieht ihn als Kind und man sieht ihn als erwachsenen Mann mit seiner Frau. Als er die Feldsynagoge gebracht hat, gibt es ein Foto, wo die Herrschaften im Archiv zu sehen sind. Rabbiner Lapp ist 1931 in Wien geboren worden. Und er hat, sein Vater war, seine Eltern eigentlich beide waren aus Galizien, also so eine typische Wiener Migrationsgeschichte und der Vater war Glaser von Beruf, also wirklich ganz einfache Leute und Rabbiner Lapp, der damals noch nicht Rabbiner war, also der Junge, der Junior, geht in der Malzgasse in die Schule, also auf der Adresse, wo auch das Alte Jüdische Museum war. Nach dem Novemberpogrom ist sein Vater verhaftet worden und die Mama kriegt den Vater frei, indem sie mit dem ganz jungen, also 8 Jahre alten David dahin geht und der Gestapo da irrsinnig erzählt und der Vater kommt wirklich frei und die Familie kann emigrieren. Die gehen über Umwege in die USA und der Herr Lapp entscheidet, er wird jetzt irgendwie Rabbiner und er möchte bei der US Army irgendwie sein, weil er hat irgendwie das Gefühl, er muss sich bedanken, er muss irgendwie was tun und was zeigen, dass ihn die USA aufgenommen haben. Und er wird Feldrabbiner. Der Begriff für die Seelsorger in der US Army ist immer Chaplain, also die heißen alle gleich welcher Religion sie angehören. Und mit dieser Feldsynagoge war er tatsächlich auch im Vietnamkrieg. Also die ist schon
schon recht weit gereist. Wir sehen hier, also das ist aufgeklappt, das ist in so einem schwarzen Köfferchen. Wir haben hier die, also die hebräischen Buchstaben für die 10 Gebote. Wenn man das wegtun würde, diesen Vorhang, würde man eine kleine Torah-Rolle sehen und die hätte einen blauen Mantel an. Also man könnte das natürlich auspacken. Hier ist alles dabei, was man für Schabbat braucht. 2 Kerzen, ein Kiddush-Becher. Hier sieht man den Torah-Zeiger, die Yad. Das braucht man, um den Text, also das Pergament, nicht anfassen zu müssen, also damit man das Neujahr nicht beschädigt. Außerdem ist der Text natürlich heilig und man muss da sehr sorgsam mit umgehen. Im unteren Stock haben wir noch ein blaues Tuch, das ist so eine Pultdecke, also dass man das irgendwie schön am Tisch drapieren kann. Wir sehen nochmal die Gebotstafeln mit den römischen Ziffern, einen Davidstern oben drüber. Rechter Hand eine Chanukia, also sogar das ist da dabei. Und links gibt es 2 Kippot mit Camouflage-Muster, damit man auch alles richtig macht, wie sich das eben so gehört. Und ein Fläschchen mit Wasser. Das mit dem Wasser ist recht wichtig, weil immer wieder im Judentum, also Reinheit ist extrem wichtig. Man muss die Hände waschen, bevor man den Priestersegen spricht. Man wäscht die Hände natürlich vor dem Essen, vor dem Gebet. Also das muss da einfach dabei sein. Warum habe ich das ausgesucht? Weil an Simchat Torah ist die Torah im Mittelpunkt und das enthält das eigentlich alles. Und Simchat Torah wird so gefeiert, dass man in der Synagoge die letzte Geschichte, der Tod von Mose, und die erste Geschichte, die Erschaffung der Welt, in einem Gottesdienst liest. Und alle, wirklich alle freuen sich, dass man die Torah hat. Und die Kinder, die noch gar nicht Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa sind, also noch nicht 13 oder 12, die Jungs 13, die Mädels 12, die eigentlich noch gar nichts zu tun haben mit der Torah, die werden aufgerufen, alle gemeinsam zur Torah, und dann stehen die da und dann wird ein Talit, ein Gebetsschal über die alle drüber bereitet. Also es ist eine ganz große, freudige Sache und man hat wirklich Freude daran, dass man diesen Text und diese Torah hat. Es gibt hier im Schaudepot ganz, ganz viel Torah-Schmuck, den man sich anschauen kann. Es gibt einen Folder, der genau beschreibt, was ist genau was und wie zieht man die an und wie schaut das genau aus. Es gibt mehrere Textilien hier. Die Torah ist, wie die Menschen übrigens auch, zu den hohen Feiertagen hell angezogen, weiß oder beige. Das kann man hier alles anschauen. Und im zweiten Stock gibt es einen Bereich, wo wir Torah-Schmuck zeigen und auch hier wieder Multimedia-Guide, wo Wolfram Eisenberg, der in Wien lange Oberrabbiner war, ganz genau erklärt, wie man in Wien im Stadttempel Simchat Torah feiert.